Hallo, guten Abend. Hier ist schon richtig schön romantisch, ne? Nee, adventlich, weihnachtlich, winterlich oder so. Anekdote aus dem Leben deiner Tanzlehrerin, weit, weit vor sie Tanzlehrerin hauptberuflich damals wieder geworden ist. Also, das war 2004 und 5. Ich weiß nicht mehr, ob 2004 oder 5. Auf jeden Fall waren wir 2004 und 2005 mit meinem damaligen Campingbus auf dem Großglockner. Also nicht ganz auf dem Großglockner, sondern auf der Großglockner Hochalpenstraße bis zu diesem ganzen Großglockner Gletscher Konsum, wie auch immer, Dings da. Da, wo halt die ganzen Postkarten und Murmeltierchen und so verkauft werden. Gut. Ich war auch schon mal auf dem Großglockner, also wieder, ne, in die Großglockner Hochalpenstraße und dann halt da, wo die Haltestelle der Zahnradbahn ist, um runter zum Gletscher zu fahren. So, als ich Kind war, ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück, ne, als ich Kind war, ist diese Bahn mit uns runtergefahren, wir sind ausgestiegen und plumpsten förmlich auf den Gletscher. Der war riesengroß. Der war so groß und ich war so traurig, dass wir nicht eine Gletscherwanderung gemacht haben. Nur wäre ich in irgendeine Gletscherspalte gerutscht, ja. Und das war natürlich viel zu gefährlich, weil ich war ja viel zu klein. So, also nochmal erinnern. Zahnradbahn, oben eingestiegen, ratatatatata, runtergefahren, ausgestiegen, 3 Schritte plumps auf dem Gletscher. Das war geil. Das war ein, also wirklich für mich ein extrem, Wow-Erlebnis. Es gibt übrigens eine Wow-Box bei Jurassic Food, aber ist egal. So, jetzt fahre ich Jahrzehnte später mit meinen eigenen Kindern, also das war irgendwo Ende der 70er Jahre, würde ich mal sagen, ne, mit mir. So, und jetzt 2004, meine ich, oder 5, wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht genau, wann wir diese Tour mit dem Ranger da gemacht haben. Aber das kommt gleich erst. Erst kommt, meine Kinder und ich steigen in die gleiche Zahnradbahn, die gab es immer noch. Ja, steigen oben ein. Ratatatatata, fahren runter, steigen wieder aus. Mir kam gerade in den Kopf, dass ich oben schon gestanden habe und gedacht habe: wo ist denn der Gletscher? Wo ist denn der Gletscher? Hier war doch mal ein Gletscher. Da gab es nicht mehr, ne? Da war kein Gletscher mehr, habe ich das Gefühl gehabt. Ich sage: Kinder, wir fahren jetzt mit der Zahnradbahn da runter und suchen den Gletscher. So, wir sind dann ausgestiegen, als ich klein war, 3 Schritte und wir waren auf dem Gletscher. Und jetzt hatten wir einen Fußmarsch vor uns. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer wir im Slalom, so serpentinenmäßig, ne? So immer so. Man ist nicht so gegangen, sondern damit es nicht ganz so anstrengend wird, dafür aber länger und länger dauerte. Ich weiß nicht, wie lange wir gelaufen sind, bis wir am Ende auf so einem ganz kleinen Stückchen Gletscher noch standen. Und ich stand da und habe gedacht: Boah, dieses Weltklima, diese Klimakatastrophe, oh mein Gott! Ja, so stand ich da, meine Kinder auch, mit solchen Augen. Du hast doch gesagt, das ist so ein Riesenteil und. Ja, sag ich, irgendwas stimmt wohl mit der Erde nicht, keine Ahnung. Ja, und dann haben wir zum Glück die Tour mit dem Ranger gemacht. Ja, man konnte also, wie ich glaube, oben angekommen, konnte man irgendwie da, was weiß ich. Und dann haben wir halt so eine geführte Tour gemacht. Und dann sind wir, ja, wie das so ist, keine Ahnung, daran erinnere ich mich gar nicht mehr so genau, aber ich erinnere mich daran, was der gesagt hat. Also ich weiß nicht mehr genau, wo das stattgefunden hat. Auf diesem kleinen Mini-Gletscher war das jedenfalls nicht, sondern das war in Räumlichkeiten. Ich denke, dass es da irgendwie sowas wie ein Museum gibt oder so. Gut. Und dann hat der solche Sätze gesagt wie: In der Geschichte des Gletschers. Oder anders. Die Geschichte des Gletschers. Der Gletscher war in seinem ganzen, ganzen, langen, langen Leben immer mal riesengroß und dick oder auch ganz winzig klein und dünn. Und das hat
überhaupt nichts mit dem ganzen Drama zu tun, wie man es uns weismachen möchte. Das ist einfach das Leben des Gletschers. Mal ist es mehr so und mal ist es mehr so. Es geht natürlich nicht innerhalb von ein paar Tagen und Wochen, das ist uns allen klar, ne? Ja, und wir sollten uns keine Sorgen machen. Und ich bin diesem Ranger so dankbar, der hat damals nämlich schon so den kleinen Kick gegeben für die Jenny zum Nachdenken. Das wollte ich einfach mal erzählen. Ja, war ein bisschen länger. Wünsche auch einen schönen Übergang in den Dezember. Bald kommen die Rauhnächte. Tschüssi!